Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Aquarium Designer. Wir gehen heute in mein Aquarium. Wir machen ein Aquarium im Urlaubsmodus natürlich. Wir sind ja faule Leute. Realistisch und wir machen beliebig. Wir machen natürlich. Alle, wir machen. Groß. Groß, Digga. Ich will riesig. Ein Aquarium riesig machen. Wenn das hier ist 800 Liter, 80 Liter, das hier ist solide. Wir nennen das Ganze natürlich das Brotbecken, weil das unser Aquarium wird. Wir werden uns da schon Zeit nehmen, um das richtig geil zu designen, Freunde. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir haben natürlich kein Geld, Probleme, gar nichts. Wir können auch alles reinhauen, was wir wollen. Weil wir ja, wie gesagt, nicht in diesem Simulationsmodus sind, sondern im Designer-irgendwas-Modus, I don't know. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal hinten ein bisschen mehr Sand rein. Vielleicht machen wir hier eine Ebene, die ein bisschen höher ist und vorne ein bisschen, generell ein bisschen mehr, aber gehen hier auf jeden Fall mal ein ganzes Stück höher hier hinten. Dass wir da so zweietagig sind. Na, und vorne gehen wir vielleicht sogar doch ein bisschen tiefer, dass wir sagen, wir haben eine richtig krasse tiefe Zone. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Ihr versteht, was ich meine, ne? Dass wir so ein bisschen so, wupp, das finde ich ganz nice. Und wir werden auf jeden Fall direkt mal, aber sowas von direkt mal. Alter, ich hab Bock. Es gibt so viel geilen Shit. Das Problem ist einfach nur, dass das Aquarium zu klein ist. Dieses scheiß Aquarium ist einfach zu klein. Ja, wir müssen. Ich will ja erstmal einen anderen Sand, Leute. Wenn wir in unseren. Das ist jetzt hier unser erstes krasses Aquarium, Freunde, ne? Indem wir jetzt das erste Mal richtig krass was machen, ne? Oh, hier ist alles. Und. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ne? Dann. Warte mal, ich habe jetzt ultra transparentes Glas. Was haben wir hier? Aha. Klares Glas. Ultra. Keine Ahnung, ich sehe gar keinen Unterschied. Aber ultra ist einfach gut. Boah, Leute, das ist doch mal geil. Also, wenn ihr wirklich Vorschläge habt, dann schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare, was wir machen sollen. Dieses Schwarz gefällt mir nicht so, aber da, schauen wir mal Justin Bonny, das sieht scheiße aus. Das hier gefällt mir richtig gut, Freunde. Da habe ich Bock auf sowas auf jeden Fall. In der Tiefwasserzone. Wir werden jetzt sogar ganz entspannt heute ein bisschen was in dem Aquarium machen. Wenn ihr wirklich sagt, nein, ihr habt andere Vorstellungen, könnt ihr auf jeden Fall noch eins bauen und noch eins. Ihr wisst Bescheid, Leute, wie es ist, wie es läuft. Das gefällt mir auch zu gut einfach. Die Steinformation. Dann brauchen wir auf jeden Fall das da. Und zwar so riesig, wie es geht. Nein, Quatsch, nee, nicht so groß, aber auch eher unten, na. Hier so vielleicht ein bisschen. Ich habe schon Bock, da viele Details reinzubauen. Man kann das ja bestimmt ziemlich voll klatschen. So ein frecktes Boot, das klatscht man auf jeden Fall auch hier rein. Hier so ein bisschen kleiner alles, dann kriegen wir mehr rein. Ihr kennt es ja, das Spiel. Ein Schloss, ja, mal gucken. Zum Beispiel hier können wir jetzt so eine nice Pflanze da reinmachen. Zwei, drei Stück.
So. Die hier ist auch scheiße. Die sind viel zu weit vorne. Wir müssen mehr näher ans Schiff ran. Können auch noch ein, zwei so bisschen größere noch dazu tun. Eine ganz große vielleicht noch und noch eine ganz kleine. Das ist Boot einfach richtig nice, bisschen eingewachsen. Es ist auch geil, Freunde. Da habe ich auf jeden Fall so was Rotes. Das können wir ja ein bisschen größer machen. So. Und wächst hier hinten so ein bisschen. So. Boah, das ist nice, Freunde. Das ist nice. Das ist natürlich auch nicht schlecht, das da. Die können wir vielleicht hier ein bisschen, wenn wir die so drehen. Na, weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Das ist auch ein geiler Stein. Der kommt auf jeden Fall sehr dezent rein. Oder wie brachial wirkt es, wenn der komplett einmal am Eskalieren wäre? Es wirkt schon sehr brachial. Aber ich finde, es wirkt geil brachial. Ein so ein riesiger, fetter Steinbrocken. Der auch einfach nur fett geil ausschaut, Alter. Nicht ein riesiges. Ich weiß nicht. Vielleicht noch so einen kleinen gelben mit dazu. Irgendwo da hinten, so. Hier so. Das ist auch noch geil. Gibt es noch irgendwie. Das ist auch ein geiler Stein. Und der hier, der sieht auch ultra wild aus. Den klatschen wir vielleicht auch noch mit hier. Oh ne, ist alles so riesig, aber schon so voll. Ne, das Steine können wir jetzt keine mehr machen. Jetzt mal nochmal pflanzen, dass man hier so ein, dieses Mooszeug, das finde ich sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ein bisschen Wiese da reinbringen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, finde ich richtig geil, so Wiese im Aquarium oder so eine Art Wiese. Ne? Hier hätten wir vielleicht noch ein bisschen so kleines Zeug. Jetzt können wir hier noch am Boot ein bisschen mit hinmachen. Oben noch so Schwimmalgen drauf machen. Schwimmalgen vor allem. Nee. Ich wollte noch irgendwie was Geiles, großes, was richtig geil aussieht. So ein Baum einfach. Vielleicht noch ein bisschen was Farbiges. Da, das hier. Jawohl, das ist das, was wir wollen. Bisschen so, na. Guck mal hier, ich hätte gern. Vielleicht da unten noch irgendwas. Hier hätte ich schon gern so eine kleine Freifläche. Vielleicht, dass man doch noch ein kleines Gras. Zwei, drei Stück hier reinhaut. Das sieht noch ganz wild aus, muss ich sagen. Die gefallen mir auch richtig gut. Jawohl, das ist doch mal ein geiles Becken, oder nicht? Fischpflanzen. Wurzeln. Dekoration. Kies und Sand. Noch ein paar so kleine Detailobjekte hier verteilen. Das ist ja geil. Ich finde es eigentlich auch nicht schlimm, wenn das einfach immer dieselben sind. Dann ist es nicht so viel, weißt du? So eine Schatzkiste, so eine kleine, wäre noch cool. Einfach hier hinten vielleicht.
Der Totenkopf ist zu groß, finde ich. Aber das Aquarium sieht jetzt schon ultra geil aus, muss ich sagen. Eine Seemine, ich muss schon sagen, irgendwie gefällt die mir. Die kommt einfach da hinten, ein bisschen unauffällig ins Eck. Wenn man so seitlich reinguckt, dann sieht man sie. Weil irgendwie gefällt die mir. Das sieht auch irgendwie geil aus, aber das... So, ja, doch, 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 doch. Aber ich würde jetzt schon sagen, jetzt sind wir schon echt gut dabei. Wir haben das relativ voll gestopft schon, das Aquarium. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal an die Technik. Weil die muss halt leider Gottes auch irgendwo hin. Ich würde die fast irgendwo da hinten im Pflanzenbereich. Aber wir müssen mal gucken. Was ist das? Filter. Ja, ich nehme den. Der macht schön Blubberblasen rein. Ein Filter. Und dann lass mal ein paar Filter ausprobieren, welcher am geilsten aussieht. Der sieht auch. Der sieht so kacke aus. Wobei, geht so. Was gibt's noch? Der ist auch sehr ölbern. Na, nehmen wir den, glaube ich. Der sieht nicht ganz so brachial aus. Eine Heizung. Die schauen wir, dass wir die ziemlich dicht an Filter dran bappen. Ja, genau, Heizungsanzeige haben wir ja keine in dem Sinne, weil wir ja hier reinhauen können, was wir wollen. Ist ja scheißegal. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal noch, würde ich sagen, machen wir finally noch die Fische rein jetzt. Zwar hätte ich Bock eher was so klein, oh, ein Kampffisch, ne? Denn wir können ja machen, was wir wollen. Das heißt, wir können so einen Kampffisch hier reinklatschen. Eigentlich tut man ja nur einen Kampffisch und lasst es einfach mal wirken, wie geil das aussieht. Mit dem Kampffisch. Aber jetzt passt mal auf, wenn wir jetzt den Kampffisch reinklatschen, dann hier diese Panzerwälze, die sind die ja hauptsächlich sind so Bodenfische, ne? Ach so, ja, okay. Planänderung, der Fisch muss flöten gehen, weil wir da... Der müsste jetzt eigentlich auf den Boden sneaken. Weil diese Panzerwälze sind ja eigentlich so Bodentiere, Bodenfische, die so am Boden rumsaugen und an den Steinen und so. Ich will eigentlich viel, dann haben wir auch. Ach, scheiße, Mann, warum haben die alle Konflikt mit irgendwelchen Scheißarten, Alter? Jawohl, da klatscht man von denen. Ah, jetzt habe ich drei reingehauen. Noch. Nee. Da tun wir mal zwei raus, dass wir unterschiedliche haben. Einmal. Dann nehmen wir den noch mit rein. Friedliche Fische. Neonfisch, Alter. 2, 3, 4, 5. Neonfische sind ja so, da hat man mal ganz viele im Aquarium, finde ich. Und so, finde ich, sieht es eigentlich schon geil aus. Ich weiß nicht. Irgendwie noch was Kleines. Das sieht aus wie ein Goldfisch. Die werden wir wahrscheinlich alle nicht reinkriegen. Doch, diese High Barbet kriegen wir auf jeden Fall rein. Nehmen wir auf jeden Fall mal einen. Und eigentlich hätte ich auch Bock auf so einen Goldfisch. Jawohl, geht, Alter. Dieses Aquarium ist so voll geschissen, aber
Ist schon zu voll, aber es sieht geil aus, weil es voll ist. Wobei, ist es zu voll? I don't know. Hä, was ist das? Den Fisch auf. Was macht man damit? Wie speichere ich dieses Projekt jetzt? Kann ich das speichern? Ich finde es geil, was wir da geschaffen haben. Einfach mit diesem brachialen Felsen in der Mitte, der echt sick aussieht, na, muss man schon sagen. Dann hier diese, ups, dieses tiefere Gewässer, wo wir recht leer gelassen haben, hier hinten. Mit vielen Plants allen da drin und doch so ein paar Easter Eggs, na, zum Beispiel, keine Ahnung, die Seemine ist ein Easter Egg, das Boot würde ich als Easter Egg zeigen. Vielleicht auch diese Lampen. Diese Dudes jetzt hier nicht unbedingt. Die Schatzkiste ist noch ein Easter Egg vielleicht. Aber ist schon geil geworden. Gut, ich würde sagen, wir lassen das mal. Wir können ja öfters mal so Aquariums bauen. Wir werden aber in der nächsten Folge wahrscheinlich diese Kampagne mal weiterspielen. Schauen wir mal. Macht auf jeden Fall Bock, finde ich. Auch dieses einfach anzuschauen, voll geil. Wenn es euch gefallen hat, like, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Und bis dahin. Ciao.